Das einzige Buch auf der Welt, das über 1400 Jahre lang erhalten geblieben ist. Ein Buch ohne jegliche Fehler, Änderung oder Widersprüche. Ein Buch, das sich zum Nachdenken anregt. Keine von den besten Autoren oder den größten Dichtern waren oder sind in der Lage, auch nur einen Vers aus diesem Buch zu imitieren. Kein Mensch kann sowas vollbringen. Brüder und Schwestern, ich spreche vom heiligen Buch, dem Koran. Das sind Allahs Worte, die Antworten zu allem. Wenn du eine Sünde begangen hast, die größte Sünde, die du je vorstellen kannst, und du dann das Gefühl hast, nicht mehr zu Allah zurückkehren zu können, dann vergiss nie, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Und wenn du gerade in einer misslichen Lage bist und das Gefühl aufkommt, dass alles in deinem Leben viel zu schwierig ist, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Also gewiss, mit der Erschwernis ist die Erleichterung. Und wiederholt dies auch gleich im nächsten Vers. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Gewiss, mit der Erschwernis ist die Erleichterung. Und wegen all diesen Erschwernissen wirst du im Stress sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Und wenn du dich einsam fühlst und niemanden hast, zu dem du gehen kannst, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. الله ولي. Allah ist der Beschützer, der Helfer, der Schutzherr. Lies den Koran, meine lieben Geschwister, und ihr werdet den Frieden finden. Du möchtest eine interessante Geschichte lesen? Du willst was über Wissenschaft wissen? Über Betriebe? Wie man im Leben erfolgreich wird, all dies steht im Koran. Allah gab uns die perfekte Führung, um dieser zu folgen. Sein Befehl, um erfolgreich im Leben zu werden. Er sagt, قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen. Und sagt daraufhin, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Und denjenigen, die sich vom unbedachter Rede abwenden. Das sind diejenigen, denen man Vertrauen schenken kann und die, die ihr Versprechen halten. Doch Allah sagt nicht, lies den Koran. Er sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Wollen sie also nicht über den Koran nachdenken? Oder ist es so, dass ihre Herzen verschlossen sind? Liebe Geschwister, wenn wir uns von Allah abwenden, dann wird dies unser Verlust sein. Allah braucht uns nicht. Wir brauchen ihn. Deshalb sollten wir den Koran lesen, um Allah näher zu kommen. Der Koran wurde zur Rechtleitung an uns herabgesandt. Eine Rechtleitung für die, die Allah fürchten.